meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem längst angekündigten The Walking Dead Season 3 New Frontier. Ja, ich weiß, es ist schon ein halbes, dreiviertel Jahr her, wo ich das angekündigt habe, aber jetzt habe ich endlich mal Zeit gefunden und ich habe endlich mal wieder richtig Bock auf Zombie-Action, Alter. Und wir starten auch jetzt direkt. Ich muss jetzt nochmal dazu sagen, was mache ich hier eigentlich? Ja, unbedingt. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. So, ich muss es nochmal dazu sagen, ich spiele dieses Spiel absolut blind. Ich habe mir weder ein Let's Play angeschaut, noch habe ich es mal angezockt. Also es ist wirklich das allererste Mal, wo ich dieses Spiel spiele. Und wir schauen, eine neue Grenze, ganz, ganz neue Geschichte gespielt werden. Oder als Fortsetzung deiner Entscheidung aus der Stadt. Ah! Also, hier kann man es jetzt entweder eine komplett neue Story spielen oder natürlich bezüglich der Antworten oder Reaktionen auf manche Sachen, die ich im vorherigen Teilen verwendet habe. So, Season 1 ist ja, war ja gelöscht und so, aber Season 2 haben wir gespielt. Für die, die es nicht wissen, hier oben in meiner Infocard könnt ihr mal nachschauen, Season 2. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal alles mitverfolgen und wie ich mich entschieden habe und warum, damit ihr überhaupt in der Story mitkommt. Weil ich möchte auf jeden Fall die Geschichte fortsetzen. Warte mal, Vorgeschichte nach Besuche und mehr Optionen zu erhalten. Ja, bilden wir nach. So, in The Walking Dead Staffel 1 traf Clementine auf Flea, nachdem sie ihre Familie zu Hause verloren hatte, beschütze Clem und lehrte sie die Bedeutung von. Ich würde mal sagen, mehr Gemeinschaft, so haben wir das gemacht. Clem und Lee reisten nach Savannah, wo sich Lee opferte, um sie zu retten. Im Sterben bat Lee Clem und diesen zu gefallen. Ja, ihn zu erschießen. Nee, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Ich habe sie nicht darum gebeten, mich zu erschießen, weil ich der Meinung bin, ein Kind sollte sowas nicht durchmachen müssen. So, nach Lees Tod traf Clem auf weitere überlebende Leute, die ihr halfen, wie zum Beispiel, ja, Kenny traf ich, ne? Ist ja klar. Clementine erinnert sich an die Freude, die sie bei ihrem Wiedersehen mit Kenny empfand. Er zeigt ihr, was zum Überleben unerlässlich war. Also, ich glaube eher... Wie habe ich mich denn da entschieden, verdammt nochmal? Ich würde eher sagen Entschlossenheit. Oder obwohl, ich habe mich eigentlich so auf Kenny gefreut, dass ich mir dachte eigentlich, er ist sowas wie Familie für mich. So... Dank ihrer Begleiter führte die Reise Clem schließlich nach. Nee, wir hatten uns ja entschieden, dann Kenny zu erschießen. Genau, das weiß ich noch. Wir hatten uns entschieden, Kenny zu erschießen und dann waren wir nämlich in House Hardware, würde ich jetzt mal sagen. Während sie sich in House einrichten, traf Clem und Jan oder Jane, keine Ahnung, auf eine verhungerte Familie. Clem traf diese Entscheidung. Wir haben sie hereingelassen. Clem tat ihr Bestes, um Konflikte mit anderen bewaffneten Überlebenden zu bewältigen. Wann immer es ihr möglich war, wählte sie die Herangehensweise. Ja. Waren wir Menschlichkeit appellieren? So bin ich eigentlich und das machen wir auch so. Warum das jetzt die Daten vom zweiten nicht gezogen hat, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, weil eigentlich müsste das soweit... Naja, ist egal. Auf jeden Fall Geschichte starten, würde ich mal sagen. In Staffel 2 war Clementine immer aufmerksam und scheute sich nicht zu hinterfragen, was um sie herum vorging. Als Kenny und Jane Streitereien alle in Gefahren brachten, erschloss Clem widerwillig Kenny, um schon das Leben zu retten. Ja, genau. Danach kehrte Clem, AJ und Jan zurück zu Hause. Ja. Ja, genau. So machen wir das. So machen wir das. So, Episode 1 starten, logischerweise. Leute, ich bin sowas von gespannt. Boah, Alter, ich brenne richtig drauf. Wir machen das jetzt auf jeden Fall und... Puh, ich liebe es. Stell den Reger so ein, dass das Logo gerade noch sichtbar ist.
So ist es gerade noch sichtbar. Also für mich jetzt persönlich, ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen, also auf meinem zweiten Bildschirm sehe ich es nicht, hier sehe ich es aber. Also denke ich mal, passt. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt irgendwas da reingebrannt ist. Nee, aber es ist verschwunden. Alles gut. Oh, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Dann erscheint bestimmt der Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt von... Ja, das wissen wir ja alles. Das war ja in den letzten Teilen auch so. Puh. Ein Telefon? Das gibt's aber eigentlich nicht mehr, oder? To leave my car, it's traffic's just, it's backed up for miles. He's dead. No, no, I tried. You're a piece of shit, you know that? One time, just the one goddamn time that you needed to be here. I tried, please, I tried. Oh, you tried, you fucking tried? Everyone's here. They've been here for days. And where the fuck were you? We're there, all around him. People who love him, all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes, and he's searching the room. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está mi hijo? I'm there, right beside him, holding his hand. Like a good son. And he doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all had to make sacrifices? He was my dad too, all right? I mean, you're not the only one dealing with this. And what a fine son you turned out to be. Uncle Javi? Why are you fighting? I could hear you from inside. What's going on? We were just, talking, Gabriel. Right. Your uncle and I are just having a little chat. Go inside, mijo. We'll be in a minute. Go on. It's okay. Inside. Alter Schwede. I should call someone. Pick up the body. Yeah. I love you, little brother. You know that, right? With everything going on. I know. You think I was jealous of you? No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. 'Cause we need you here. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. I know. You're right. I won't even argue. I'll be around more, honestly. You can count on it. Huh? I want to believe that. I do. Javi. Kate. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you.
Let's go inside. Your mom needs you. What happened? Come on. Alter, das ist so heftig, wie sich die Grafik von Teil 1 zu jetzt sowas von verändert hat. Das ist krass. Echt mega. Ich hoffe, meine Grafikkarte schafft. Ja, tut sie ja, also. Das ist ja wohl erstmal Mama. Kein Problem. Oh! Where were you? I tried. I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, Mama. Not long. Uncle Hector's taking care of it. What are the plans for the funeral? David made arrangements with your father before he passed. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Ich bin halt jetzt mal gespannt, ob wir Clementine spielen oder jetzt wirklich bei ihm bleiben. Also das. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. Pipo's awake. Oh no. Oh shit. What the fuck? Okay, also da fängt es dann auch gerade erst an, so wie das aussieht. Ich denke mal, das wird wieder so eine Vorgeschichte, um das Tutorial ein bisschen, also um das Spielgefühl reinzukriegen oder so. Also, geilo, freut mich jetzt schon. Fuck. Papa! Pull him Papa, off. Stop! Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Einer von Papa, den zwei Brüdern Papa, wird gebissen. Soy yo, David. Estás en tu ¿Qué casa, calma. ¿Qué estás haciendo? Él está loco, él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Mamá. Nicht er, nicht er. I'm sorry, Papa. We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Gabriel, where's your sister? Gute Frage. Keys! Where the fuck are the keys? Take Dad's car. Keys are on the dash. Das fängt schon wieder geil an, Alter. Mama, get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. I'll bring the van around. Where's Mari? I don't know. Mija. Mariana. ¿Dónde estás? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey. We have to go. No. It's okay. County General Hospital. I know the way. Der wurde auch gebissen. Oh shit.
Genau, versteckst, ist okay. Aber ich meine, die wissen ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was da abgeht. Also, ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich freue mich so tierisch, Mann, dass es endlich mal eine neue Story. Geil, geil, Leute, geil. Richtig cool. Ich hoffe, dass die Steuerung so schwierig wird wie beim Michonne Special. Okay, jetzt sind wir schon da. Und was ich hier noch geil finde, in Season 1, da hat man gesehen, dass bei mehreren Zombie-Massen die Gesichter fast immer gleich waren. Und hier sind sie komplett anders. Geil. Einfach nur cool. I don't think I've seen this many. It's definitely growing. Yeah, not a great sign. Damn it, I left my water bottle. Her just got there. Just under 4 hours. Come on, we should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Also jetzt sind wir mittlerweile die Gruppe. Looks like the herd is speeding up a little. I thought it was drifting southwest, but I'm not sure anymore. Every time I think we should just bed down somewhere and wait for it to pass, I can't shake the thought of us getting caught in the middle of it. It just keeps coming. It's slow, but that almost makes it worse. It makes it feel like we're in control. It'd definitely be nice to stop. We've been on the move a while now. I don't know. It feels risky. Well, not if we find somewhere secure. We'll figure it out. We always do. Hey, I'm gonna sneak a smoke. I can't believe you found weed. Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. All right, just... You know, make it quick. I don't want you waking the kids. Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. You want some? Da ich ja gegen Drogen bin, würde ich sagen, nö. Nah. No thanks. One of us should be sober. Don't judge me. Oh, when I found out David had kids, I told him, I am not changing who I am around them. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Case in point. He was reassuring, but yeah, I could tell he was worried about it. I knew he'd try to get me to change. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know? I suppose it did. If it helps, I think you're doing a fine job. Don't be cheesy, all right? I'm not fishing for compliments. Well, you caught one, all right? So, now what? I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Oof. Gabe's making me start to think they had a point. His mood swings are just... I don't know. Some days I just want to leave him by the side of the road. I'm joking. Jesus, obviously. Gabe's been emotional lately. I'm sure he's just, you know, going through a phase. Emotional? Right. That's cute. Look, I love these kids. But I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. Nah, he's a teenager. Puberty. Hormones. Mm-hmm. The second you start getting boners, the whole world starts to get dark. What are you talking about? Sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Christ, I need to get laid.
Okay. I realize that was an awkward transition. Sorry about that. Come on, Kate. You know we can't do that. Who said I meant with you? What's that smell? That's gross. Hey, Mariana, shouldn't you be, sleeping or something? I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Ugh. Oh my god. You're even smoking in the car now? All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high. We're about to make a supply stop. Oh, cool. Die Errungenschaften sind immer so geil. Da steht jetzt gerade Errungenschaft Familienausflug freigeschaltet. Ich finde das so krass. Alter, okay, das war Fussel. Mega, echt mega gut gelaufen. Sag mal, ich glaube, mein Mauspad, das löst sich auf ein bisschen, ne? Ne, doch, passt. Alles gut, alles gut, alles gut. That's great. Ich bin so gespannt, Mann. Also anscheinend spielen wir ihn, ne? Und nicht die Clementine. Vielleicht switchen sie auch zwischendurch mal, vielleicht sterben wir, keine Ahnung, weiß man ja nicht. Es wäre auf jeden Fall was Neues, wenn ein Hauptdarsteller stirbt. Jawohl, nee, wäre es eigentlich nicht. Aber dass man halt als Spieler stirbt und es dann trotzdem weitergeht. Da werden wir sehen auf jeden Fall. Ich bin sowas von irre gespannt. Jetzt haben wir natürlich eine komplette Familie dann, die wir unterstützen müssen, beschützen und auch wie auch immer. Also es wird schon mega aufwendig. Boah, wir haben schon wieder 22 Minuten. You want a moment alone, Mari? I'm praying I find a candy bar. All right. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana. Not want. Really need a candy bar. Pretty much everything. If it looks useful, let's use it. Yep. All right. Well, let's start with some gas and move up from there. Oh, geil. Eine Brechstange im Kopf. Nice hit, bro. Oh my god. Hey, where are you going? Okay, that's cool. Have fun. Jesus. It never ends with him. I hate when entspann they fight dich, like so that. Sind sie halt. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. Hey, I know, that's what families do. They fight, they make up, and they fight all over again. At least you have your headphones. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. Oh. I mostly wear them to fool you guys. It's easier to stay out of it that way. You can't just ignore us, Mariana. Well, at least, yeah, don't ignore me. I only do it in the van. And only when things are, you know, uncomfortable. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never know. These past 4 years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Stimmt allerdings. Oh, and Mari, if there's any trouble, you can find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Good girl. So, bei uns geht's jetzt los eigentlich. Und ich würde einfach mal sagen, ich beende damit diese erste Folge von Season 3 The New Frontier.
Ihr könnt mir mal ein paar Anregungen schreiben, ob wie euch das gefällt. Labere ich zu viel vielleicht? Labere ich zu wenig? Ja, weil zwischen den Sequenzen ist es immer schwierig, wenn ihr aufpassen sollt. Ne, ich muss ja auch ein bisschen aufpassen, da kann ich ja nicht labern. Ich kenne das ja hier alles noch nicht. Und ich würde einfach sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob wir ein paar Vorräte finden können, wie es dann letztendlich mit Clementine weitergeht, deswegen bin ich ja so heiß auf das Spiel eigentlich, weil ich wissen will, was mit ihr passiert ist und wie es weiterging, ob die Jane noch lebt. Werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal erfahren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen hervorragenden, super, mega geilen frühen Nachmittag, Vormittag. Habt ihr schon gehört, meine Videos werden in der Schule geguckt. Kann ich so als Vater nicht unterstützen, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part. Haut da rein, bis dahin. Servus, alter Schwede. See you next time, euer Venture. Servus.